Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier irgendwo in Thüringen. Heute letzte Aufgabe, Feld Nummer 5 düngen. Eigenes Feld. Ja, muss sein. Ist so. Hoffe, dass wir schon düngen können. Kurz testen. Wird nicht laufen die Finger von, ne? Glaube, es geht noch nicht. Na, das geht noch nicht. Dann lass ihn hier stehen. Dann Wachstum wird ja bald kommen, denke ich mal, morgen oder so. Oder wir haben eine nähere Aufgabe, mal sehen. Ich gehe zurück zum Eikenhof, zum Sägewerk und versuche mal ein Gebäude zu bauen. Und zwar, wo man die Balken im Prinzip, die kleinen Balken hier, diese hier, entsprechend zum Einschweißen in Folie gedacht ist. Dadurch erhoffe ich mir natürlich einen besseren Preis beim Verkauf. Das heißt, ich muss mal überlegen, wo ich am besten hinbaue, wo ich am besten beim Verkaufsplatz in der Nähe bin. Hier quer wäre noch Platz. Schauen wir gleich. Das ist ganz hinten, das Gebäude. Balkenwickler. Das sieht so aus. Muss ich aufpassen, dass ich da auch noch mit dem Traktor zum Auf- und B-Laden noch fahren kann. Nicht, dass er mir das hier so hochzaubert. Oder da oben quer. Muss ich das vorher runterholen, also flach machen. Denn hier ist ein Problem, ich komme ganz schlecht zum Verkauf hin. Das ist schlecht an sich. Oder ich baue hier hinter. Und dann müsste das doch irgendwie gehen. Denn hier ist der Weg, hier fahren unsere Fahrzeuge. Das ist äußerst blöd, weil dann müsste ich die Wiederkurse umändern. Würde aber gehen, da müsste ich aber rangieren auch passen. Gut, man kann natürlich auch hier am Berg hochfahren und dann links, das geht auch. Dann baue ich hier mal hin. Ich hoffe, dass ich nicht so tief gehe, denn viel Geld habe ich nicht zum Planieren. Ich baue einfach mal. Risiko ist gut. Risiko, bauen, fertig. Und schon haben wir was geschafft. Wir haben alle Produktionszweige errichtet. Und, ja, hier können wir jetzt anliefern. Holzbalken, Balken, ne? Klar, ne? Logisch. Mal sehen, gleich mit dem LKW. Der sagt zwar Eierkartons, aber das kann uns ja egal sein. Ne? Wer hat sich hier den Traktor hingestellt wieder mal? Mitten im Weg. So, stellen wir vor die Tür. So, jetzt können wir mal gleich mal gucken. Ja, viel haben wir noch nicht, außer Holzbalken. Ja. So. Eben mal schauen, ob ich da gut hinkomme. Mit Fahren. Sieht komisch aus, aber ich kann mit leben. Ich versuche im Laufe der Woche jetzt mir einen Mod zu runterzuladen, wo es vielleicht ein bisschen besser aussieht. Wenn ich dran denke. Halt, ich will das sehen. Ah, oh, wie schön. Mit Stretchfolie eingewickelt.
Was tust du da einwickeln? Die Balken oder wie? Die Balken werden gestapelt, also ich sehe drei übereinander und drei und zwei daneben. Also, nee, im Grunde 9 Balken normalerweise, wenn ich richtig sehe. Oder 12. Und die werden zusammengewickelt. Und dann kannst du ihn ja als Ganzes verkaufen. Dann liegen sie draußen fertig. Beziehungsweise zu 6%. Ist auch wieder alles voll animiert. Der erste ist fertig. Jetzt fährt er wieder zurück. Nochmal wickeln. Das tut doch nicht Not. Viel zu teuer. Ne, weg ist er. Ist draußen. Im Grunde 660 Liter. Besitzer Milchhof. So, ich habe ja hier einen schönen Traktor mit Palettengabel. Dann mal schauen, was das kostet, ne? Was einbringt. Denn ich bin jetzt bei hoch verschuldet. Das heißt, wir müssen jetzt Geld verdienen. Oder wir erpressen jemanden, geht auch. Aber ich glaube, er ist so geizig. Aha, die Annahme ist richtig. Ja, da müssen wir uns das Geld durch Arbeit verdienen. Ist zwar blöd, aber gut, was soll's, ne? So, Hauptsache nicht so breit, dass wir da jetzt gut durchkommen, ne? Oder nicht genau weiß. Müsste eigentlich gehen normalerweise. Oh, oh. Wird bisschen eng. Hat er Plumps gemacht auf der Erde. Wolltest du nicht ein Haus bauen? Ich habe ein paar Balken für dich da. Frisch eingewickelt. Ich brauche kein Haus, ich habe keine Zeit. Ach so. Um überhaupt Zeit im Haus zu verbringen. 1143 habe ich bekommen. Muss ich mal schauen, von der Preisliste her, wie der aktuelle Preis ist. Und da vielleicht eher warten sollte. Ich sehe nur 1, 2, 3 Produkte. Bretter, Paletten und... Kreuz jetzt gar nicht auf. Ist nicht drin extra. Schade. Also Vermögen machst du damit nicht. Ich habe gerade Probleme, du auch? Ja. Hat sich erledigt. Ich müsste mal warten, bis es hier entsprechend mehr Holz gibt. Es war noch keine 100%. 11%. So, dann muss ich mal die Kante mit angleichen. Ein bisschen Geld habe ich ja noch. Ja, aber kann so nicht bleiben. Und zwar müssen wir das Modus ändern mit X und dann ruhig Hilfe anmachen. Angleichen.
Eine böse Kante hier vorne. Das muss ja nicht sein. So. Schauen wir hier. Mal sehen, ob wir ein bisschen was hier weggefahren kriegen und LKW. Dass er gleich unsere Eierkartons auflädt. Denn sobald hier das Lager voll ist, steht das Sägewerk. Das wäre äußerst ungünstig. So, haben wir aufgeladen, ne? So, aussteigen. Würde ich mal die Balken ein bisschen zusammenschieben. Ja, jetzt ruckelt es wieder. Aber gewaltig. Es könnte auch an der Produktion liegen. Dass er kurzzeitig registrieren kann. Könnte. Global Company. Ja, könnte sein. Lure Warning. Also Ära. Einige sind da drinnen. Könnten mit den Balken zusammenhängen. Die Balken gerade, wo ich gerade im Prinzip reingeschoben habe. Mit dem Sägewerk zusammenhängt. Pallet Creator, also Palettenersteller. Schätze, kommt der Fehler her. Palettenersteller. Das Sägewerk vielleicht? Oder? So, sind die Balken alle weg. Das könnte damit zusammenhängen, richtig. Könnte. Aber das hat der Formwickel gemacht, also wahrscheinlich wenn er zum Beispiel jetzt die Paletten rausschmeißt beim Sägewerk oder beim Palettenherstellung. Das ist da Problem, und den Umblick, wenn er hier rausschmeißt. Kommt ja die Meldung, kein Platz mehr beim Sägewerk.
Der Hänger so schwer. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss um den Winkel. Und denkt dran, heute ist der 1. Mai. Feiert nicht so viel. Heute Abend Livestream. Wann genau? Meldet mich rechtzeitig. Tschüss. Tschüss.